Servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Ich hoffe euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Wir laufen jetzt zum Azure und frühstücken jetzt erstmal was. Drehen wir einen Fake-Bazaar-Vlog. Wir wieder Qualitäten von gefälschten Waren testen. Krass mittlerweile, wie die Türkei und so geworden ist. Da habe ich heute dem Junaid Abi geschrieben, dass wir ein Video drehen wollen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Bin auch mega auf seinen Laden gespannt. Der hat mittlerweile einen neuen eröffnet. Und er soll anscheinend, was ich auch gehört habe von sehr vielen Menschen, dass er mit einer der Besten ist. Weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Deshalb fahren wir hin, testen es aus. Davor gehen wir was essen. Wir nehmen euch mit. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für mehr. Und gönnt euch Kaffee im Hayat bis draußen. Und ich würde sagen, wir nehmen euch mit. Freunde, bevor das Video weitergeht, wollte ich euch nochmal gesagt haben, dass ich mein BMW E34 jetzt die nächste Zeit verlosen werde. Deshalb folgt mir auf Instagram. Lieber hat es einer von euch, der mich schon länger verfolgt, wie einer, der dann erst später bei der Verlosung mitmacht. Deshalb folgt mir auf Instagram, der Bini mein Name. Dann checkt nochmal den letzten Beitrag ab zum BMW E34. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und viel Erfolg. Wir sind auf jeden Fall essen. Ein Toast, Pommes, ein Jumbo-Tab. Ganz entspannt. Draußen ist halt richtig viel Regen gerade. Ich habe mir einfach eine Hose gekauft bei Bershka, Freunde, habe ich euch doch gesagt im letzten Video. Einfach direkt ein Loch, Bruder. Genau aus dem Grund hasse ich solche Kinderarbeit. Wir sind jetzt im Auto. Istanbul hat es vorhin richtig geregnet, wie ihr gesehen habt. Jetzt auf einmal ist es richtig warm. Ich bin irgendwie krank geworden. Ich gehe mein Auto bei Walla ab. Dann laufen wir auf ganz gechillt Richtung Grand Bazaar. Weil einige von euch das Video wollten, dass ich mit dem Junaid Qualitätscheck mache, wie krass die Türkei gerade fake. Und danach gehen wir, denke ich, was essen. Gleich gehen wir noch Istinye Park oder irgendwie so. Und am Abend machen wir eine Taksim-Runde. Ein ganz normaler Tag in Istanbul, einfach was man so alles machen kann. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei Gürcan Abi und Junaid Abi. Die sind beide Ortaks in dem Laden. Mami kennt sich ja mit Schuhen richtig gut aus. Wir haben gestern alles abgecheckt, wie die Schuhe so sind. Mami, die waren schon gut, oder? Von der Qualität. Die waren schon gut, die haben schon gut gewirkt. Bro, wir haben halt so 1:1 vergleich. Also 1:1, genau. Jetzt habe ich hier nochmal die Hose. Das ist jetzt auch einmal die Jacke dazu. So als Set verkaufen die auch. Die haben hier so viele. Man sieht diese Hologramme. So, man sieht eigentlich jede Bearbeitung. Ja, so halt, man sieht die Monogramme. Das ist jetzt einmal die Qualität in der Türkei bei Junaid Abi. Ich kenne eigentlich keinen besseren, gerade der in der Türkei bessere Klamotten verkauft. Neho? Fendi de Versace. Oh, Kollabo Fendi de Versace. 1275 Dollar. So, das ist gleich, wenn ihr so schaut. Man muss schon so auf diese. Auf die Details. Doğucak'a bana diyorlar mesela. 2022. Hani mesela örnek vereyim. Orijinalle bile bir şey. Tabii bunlar hepsi en son çıkan modeller. Şöyle mesela Mongol'lerim var. Bunlar hepsi alt üst takımdır zaten. Bu ne mi? Tabii. Mesela. Alt üst. Bak bu güzel bence. Bak bu da şey. Geceleri parlıyor. Reflektörlü. Also sagt, selbst das reflektiert in der Nacht alles. Yani das sieht man auch. Ich finde diese Jacke so an sich sehr schwer in der Türkei zu finden. Junaid Abi hat die glaube ich, in bester Qualität. Wir schauen jetzt hier das einmal so, seine Qualität. Reflektiert halt wirklich. Schon krass, was die alles so in der Türkei machen. Er hat sogar eine Umkleidekabine hier. Wo man denkt, dieser Raum ist irgendwo draußen, keine Ahnung, wo ist der? Im Keller, Digga. Es sollen seine Freunde sein, die bei ihm auch mal was eingekauft haben. Aber es ist alles Fußballer. Bobo. Er hat ihn beim Hotel getroffen oder so. Alaba. Rafinha Martinez. Diego war auch da. Das sind alles seine Freunde, sagt er. Hier ist Vidal auf jeden Fall. Die kommen immer zu Gürcan Abi hierher in den Laden und schauen sich immer um. Die machen auch Deutschland Versand. Ja, Gürcan Abi, scannt euch jetzt mal was ab und dann seht ihr, was passiert gleich. Amazing, amazing. Schaut jetzt, was passiert. Boah, direkt. Dieses Monogramm. Jetzt. Ja. Heftig, was soll ich euch sagen? GJ Estilo ist seine Instagram-Seite. Das ist jetzt einmal die Nummer. Ja. Senden gelirse indirim yapacağız. Also wenn ihr von mir kommt, ne kadar? İyi indirim yapacaksın. Yapacağım. Ben bunu desinler. Er sagt doch, hier sind überall Etiketten, so falls ihr irgendwas haben wollt. Hier steht zum Beispiel 39 Dollar. Und ihr bekommt alle zum günstigeren Preis, wenn ihr von mir kommt. 20%. 30 indirim yapacağım ben senin için. Tamam. Boah, er sagt 130%, Alter. 30%. 30 değil mi? Tamam, %30 indirim yapacağız. %30. Also falls ihr herkommt, dann immer mir 30%, bana 30% verin. Ja, sen ayrısın. Also Flip-Line-Jacken haben wir auch. Original Deri. Die Qualität ist heftig. Hier zum Beispiel. Das ist ein paar. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Junaid Abi'nin. Du kennst dich ja mit 1er Jordan aus. So, wir haben jetzt hier einmal von Junaid Abi gute 1er. Sag ehrlich, du detaillierst es jetzt so, den 1er Jordan, wie gut die in der Türkei gefälscht sind. Aber Bro, das Ding ist, hätte ich jetzt meine 1er Jordan angezogen, wäre geil, Digga. Ja. Bro, schau mal.
Allein, dass es so zwei verschiedene Töne sind, Bro. Zwei verschiedene Rottöne. Bro, dieser Family stickt drauf. Voll für den Arsch. Bro, ihr habt ihn ja selber. Weißt du, wie es aussieht? Dieses Nike-Ding ist hier voll unsauber. Also, wenn du gar keine Ahnung davon hast, Bro. Checken die es nicht? Nein. Ich glaube, die checken es auch nicht. Für mich sind es zum Beispiel kranke Einser Jordans. Echt? Ja. Also, ich sage gleich, die sind besser als viele andere hier. Viel besser als viele andere hier. Vierer Jordans und so. Schau mal, aber sowas ist zum Beispiel komplett reingeschissen. Es gibt auch jetzt zum Beispiel Yeezys hier. Ja. Es gibt verschiedene Modelle. Ich weiß, ich glaube, die kosten so 120, 130 Euro. Und so schauen die halt dann aus. Da steht so jetzt sogar einmal dieses Boost dran. Alexander McQueens gibt es auch so viele. So schauen jetzt einmal diese Alexander McQueens aus. Verschiedene Speed Trainer. Also deren Speed Trainer sind für mich die besten Schuhe, die sie haben. Dann gibt es noch Balenciaga Triple S. Wie findest du eigentlich deine Meinung zu diesen Schuhen? Digga, niemals in meinem Leben. Du willst nichts anziehen. Vier sind krass, finde ich. Allgemein, Vierer Jordans sind schon geil. Und wie viel haben die gesagt, kosten die? 100 Euro, glaube ich, kosten diese Jordans. Und die kosten normal, also Normalpreis 200, also normal kriegen würdest. Wo die 200 kosten. Ne? Was sagst du, Bro? Wie findest du die? Also an sich, die Schuhe sind ja geil. Aber würde man sie stehen? Nein, natürlich nicht. Also ich finde es schon heftig. Würdest du zum Beispiel 70 Euro für die zahlen? Niemals mal nehmen. Also ich weiß nicht, boah, jetzt weiß ich, was ich komisch finde, ist... Wenn du so rumläufst und so weiter, normalerweise, also... Ich glaube, Leute verstehen es gar nicht. Also ja. Die sowieso keine Ahnung haben, verstehen es ja nicht. Was hältst du zu dem? Du findest die nicht so geil? Bro, es hat was, aber Digga, willst du das limited anziehen, schon. Aber bunlar giyin ve siz zor, değil mi? Yo. Kombinet mi zor? Kombinet mi zor? Ama şöyle bir şey var abi, şu an moda... Agresif, anladın mı demek istediğimi? Evet. Yani eskiden gibi üstüm gömleğim lacivert, altım mavi olsun değil. Adam patlatıyor yani. Değil mi? Buna bütün markalar koyuyor değil mi? Ama... Amına koyuyor. Ne oluyor? Kesinlikle. Bunu şimdi giysen, kendisi zaman onu yapın. Bunları şimdi giysen aslında tam... Evet. Siyah, beyaz, bunu giydiğin zaman... Amına. Aynen. Die sind schon geil, aber sind sehr gefährlich. Also eine sehr gefährliche Farbe. Zeig, schauen wir uns das jetzt mal an. Also ich finde die... Wirken die besser als die blauen? Ich glaube schon, Bro. Mesela ben şu ayakkabıyı da seviyorum. Dolce Gabbana. Er hat mir jetzt nochmal zwei Schuhe gebracht. Balz McQueen. Tabanlardaki sarılığı görüyorsun bak, görüyor musun? Bunlardaki içte astara bakıyorsun. Bayağı diye fight'ın önce ziyade. Tabanlara bak, renkleri. Aa, bu niye böyle rengi? Asıl işte gerçek bu. Bu seninki? Bak, bu ayakkabı çok sert, biliyorsun değil mi? Orijinalinde bunlarda var, orijinalinde. Adam geliyor diyor ki, aa diyor bu bozul. Orijinali böyle. Demek istediğimi anladın mı abi? Anladım, anladım. Wir haben hier zum Beispiel eine Goya-Tasche, aber die ist voll groß. Da passt halt einiges rein, bro. Die ist schon groß, aber... Ich kenne mich halt mit dem Stoff und so leider nicht so gut aus. Goya ist auch eine richtig bekannte Marke jetzt in letzter Zeit. Wir können ja mal die Taschen jetzt so aufmachen. Aber so schaut es von innen aus. Warte. Diese Gucci-Umhängetaschen fühle ich in letzter Zeit überhaupt nicht. Mehr so Goyard, mehr so elegant. Dior geht auch noch. Burberry fühle ich in letzter Zeit richtig zum Beispiel. Tasche zum Beispiel fühle ich, Alter. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für mehr. Falls ihr Bock habt, kommt hier liebend gerne vorbei. Gönnt euch, schaut selber ein bisschen. Falls ihr nämlich Klamotten braucht oder so in Istanbul, habe ich halt keinen Bock, dass sie so abgezogen wird oder so. Und die sind halt etwas korrekter. Passt auf euch auf, Freunde. Und wir sehen uns.